und Steel Grade of Cross Section. So, und da ich diesen B500B gar nicht verlegt habe oder vielleicht hier das Material geändert ist, lösche ich den Rattenschwanz hier hinten aus dem Wert raus, gehe hier rein. Ich könnte jetzt auch das Ganze hier löschen, das ist gleich und die Anführungszeichen. Servus, grüß euch. Heute mit einer kleinen, mit einem kleinen Projekt. Ich habe ein Teilbild zugesendet bekommen, weil man möchte, dass die Stabliste Edelstahl trennt von den normalen Eisen. Und dann habe ich mir das Ganze so angesehen. Das ist das Teilbild dazu. Hier sind Eisenverlegungen, die sind aber in 2D, glaube ich. Ist aber mal dahingestellt. Dann habe ich mir halt die Attribute angesehen, zum Beispiel von diesen Positionen. Zum Beispiel hier habe ich festgestellt, dass die Position 1 bis 99 normale Eisen sind. Vielleicht diese 100 wahrscheinlich aus der 10 hier gelandet ist. Und ab 100 sind es Edelstahlpositionen. Also schaue ich mir hier Positionen an, zum Beispiel Position 11. Komm schon, will er nicht? Dann hier rein, 11, okay. Dann haben wir hier Objektname Rundstahl, Material haben wir nichts drin. Ja, super, dann kann ich ja hier schon mal nicht drauf gehen. Deswegen bin ich kurzerhand hergegangen und habe gesagt, okay, dann müssen wir das schnell lösen. Auf dem Plan funktioniert es ja, indem dass wir hier zwei Stahllisten rausgeben. Aber wie können wir das Ganze machen, wenn wir A4-Zettel rausgeben müssen? Ihr könnt ja bei Ingenieurbau einen Report Bewährung erstellen. Dann könnt ihr in euren Standard-Ordner gehen und habt hier die Möglichkeit auf Bewährung Rundstahl zum Beispiel mit Biegeformen anzugeben und dann gebe ich dir hier auf OK. Und jetzt in dem Fall wollen wir nur den Edelstahl rausgeben, das ist 100 bis 111. Das heißt, ich gehe hier auf meinen Rundstahlfilter, hole mir die Positionen in dem Fall, mache hier 100 bis 111. Nehme jetzt bloß gerade eine Hand zur Verfügung. So, markiere alles. Und jetzt habe ich nur die 100er. Ja, passt. Jetzt weiß ich nicht ganz genau mit dem B500B, ob da der Stahl, das Material mit eingebunden ist. Deswegen werde ich das jetzt einfach auch kurz mit abändern und hier einfach noch Edelstahl hinzufügen. Und das geht am schnellsten, indem dass ihr einfach den Designer anwerft. Hier einfach auf den roten Stift hier einmal. Dann habt ihr jetzt hier drei Bereiche. Hier das Ausgabeformular, das interessiert mich jetzt am wenigsten, deswegen mache ich das Ganze kleiner und habe hier jetzt die Möglichkeit auch hier links und rechts hier den Designer abzuändern und hier die Attribute oder die einzelnen Felder oder Zellen. Als erstes klicke ich hier auf Stabliste minus Biegeformen, gehe hier rein in den Wert, drücke einmal die Position 1 Taste und gebe jetzt hier ein Edelstahl. Leerzeichen minus Leerzeichen, einmal Enter und jetzt sehen wir hier, erscheint im Designer Edelstahl Stabliste Biegeform. Das ist nur ein dummer Text, weil hier kein Ist-Gleich steht, so kann man sich es ungefähr merken, keine Formel dahinter, einfach nur ein Text. Wir schauen uns das Ganze an, aha, hier kommt es richtig raus, wir freuen uns. Jetzt können wir hier noch diese B500B ändern, dazu klicken wir hier einmal auf diese Tabelle, in diese Zelle rein und hier sehen wir Zusammenfassung der Stabliste und Steel Grade of Cross Section. So, und da ich diesen B500B gar nicht verlegt habe oder vielleicht hier das Material geändert ist, lösche ich den Rattenschwanz hier hinten aus dem Wert raus, gehe hier rein. Ich könnte jetzt auch das Ganze hier löschen, das ist gleich und die Anführungszeichen, aber lassen wir es mal dabei. Und hier schreibe ich jetzt einfach noch vielleicht Edelstahl dazu, einmal Enter und dann haben wir die ganze Chance. Natürlich gibt es mehrere Wege, die nach Rom führen. Ich könnte auch hier noch einen Filter einbauen, der sagt, alle über 100 sind automatisch Edelstahl oder Material hinzufügen. Aber das ist jetzt einfach mal die schnellste und ja, die kürzeste Lösung für einen kurzen Moment. So viel Edelstahlbewährung wird da nicht eingebaut. Ihr könntet das Ganze natürlich jetzt auch abspeichern unter euren Edelstahl-Reportern. Aber jetzt, wenn ich jetzt in die Druckvorschau gehe, also ich beende das Ganze hier mit dem roten Stiftel, sage ich ja, speichern wir nicht.
Speichern wir nicht, super Bäder. Also nochmal kurz. Edelstahl minus zack. Hier nochmal in die Tabelle rein. Edelstahl. So, also wir müssen auf Ja klicken. Wunderbar. Speichern wir halt dann ab. Warum auch immer. Ich gehe im Büro, mache hier die Edelstahl-Zusammenfassung, ersetzen. Ja. Yep. Und habe das jetzt Ganze hier Edelstahl und hier auch Edelstahl. Und jetzt kann ich das Ganze halt per PDF oder Druck einfach nach außen geben. Das war es auch schon vor dem Video. Ah, Gesamtmasse. Hier haben wir noch was. Das war es nicht vor dem Video. Die Gesamtmasse muss noch geändert werden. Wo kommt denn die raus? Druckvorschau. Also, hier wieder größer ziehen, nach unten ziehen. Position, ist eine Position. Marksegment, oh Gott. Ist das der Ernst? Das muss aber eine Zeile unter groß sein, klar, Gesamtgewicht. Oh, was ist denn das drin? Da habe ich ja schon wieder die Lust. Da ist die Steel Grade. Hier. Gesamtmasse. Warum es überhaupt hinschreiben muss, ist natürlich die Frage. Haben wir es jetzt bearbeitet? Jep, speichern. Jetzt haut es besser hin, ne? Gesamtmasse Edelstahl. Jetzt können wir es ausgeben, oder? Schauen wir mal durch. Jetzt war es aber für dieses Video. Servus, ciao, euer Peter.